Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem spontanen Projekt zu ein bisschen Minecraft. Ich bin aber nicht alleine. Hallo. Hallo. Hallo, wer bist du? Ich bin Level 13 oder 11 oder wie auch immer. Oder wie auch immer. Das, ja. Genau, der Kollege hier wird uns jetzt ein bisschen begleiten durch unser Abenteuer. Ja. Wir haben nämlich etwas Bescheuertes vor. Ja, zumindest schon ein bisschen. Wenn man es bei mir guckt. Ja, bei mir sieht es ganz normal aus. Bei dir ist es ganz normal, bei mir nicht. Also noch ist es das. Außer also, dass das Minecraft-Fenster ungefähr um die Hälfte nach unten verschoben ist. Ist alles vollkommen normal. Noch. Bis, ich das hier mal. Also ich halte das hier mal kurz in die Kamera. Das hier, ist ein Virtual Reality Headset oder kurz eine Oculus Rift. Und wir werden jetzt Minecraft spielen mit dem Ding. Punkt 1, Herausforderung 1, ist erstmal das Ding hier anzuziehen. Also ich mach das mal kurz. So, Brille, uff. Oh, Minecraft. Hallo. Jetzt nochmal kurz hier alles feste ziehen. Wieder erstmal direkt gegen das Mikro schlagen, so wie sich das gehört. Bei euch sieht das Spiel jetzt so ein bisschen merkwürdig aus. Bei mir auch, um ehrlich zu sein. Hängt aber damit zusammen, dass das Menü ein bisschen kacke ist. Aber okay, ein bisschen mehr sage ich dann gleich, während wir spielen. Aber wir fangen jetzt erstmal an und gehen mal hier schön gepflegt auf Timolia. So, okay, du bist schon in Jump League drin, ne? Jump Dings. Jump World. Jump League wäre jetzt eine Stufe zu stark jetzt erstmal am Anfang für dich. Da nein, ich nicht wirklich gut bestehen, aber ich bin Oculus Rift Profi. Das ist ja jetzt nicht so. So, ach, hi. Ja, mal, so ein Zufall, hier bist du ja. Hier schon eingetroffen. Heil und so. Gut, dann würde ich sagen: Hau raus. Dann jetzt, mal ein kleines Jump'n'Run und schau mal, wie du damit klarkommst. So. Ja, das wird sehr merkwürdig. Also für euch wird es auf jeden Fall erstmal merkwürdig. Also für euch meine ich jetzt meine Zuschauer. Weil ich kann mich jetzt hier zwar mit meinem Kopf drehen, aber ihr seht das Bild dafür nicht. Hängt damit zusammen, dass diese Mod ein bisschen kacke ist. Aber funktioniert tendenziell. Oh, es geht los. Und es lädt ziemlich schnell sogar. Ja, nicht so wie gerade in unserer kurzen Testrunde. Aua, meine Augen. Ja, es ist ziemlich, wir sind irgendwo oben mit und müssen Star Wars darüber. Ja. Erstmal runterrennen, das fängt schon super an. So. Sieht gut aus, ja. Oha. Ja, hier aufpassen, auf den Plattformen kann man nicht so gut springen. Ah, oh, ja. Teleporter. Richtig. Ja, okay, ich hau einfach mal raus, ne? So, mein Ziel ist es, vor dir ins Ziel zu kommen. Ist das nicht ein krasses Ziel? Das ist ein sehr hochgestecktes Ziel, ja. Boah, auf Glasscheiben zu springen mit der Rift ist natürlich auch schon sehr lustig. Experience-Level so. Ja, das ist schwieriger. Aber wie man weiß, natürlich bin ich ziemlich fit im Jumpen so. Ja, das ist so ziemlich mein Problem. Ich eigentlich, glaube ich, werden, aber nicht unmöglich auf jeden Fall. Boah, ey. Ja, bei mir geht schon los, über diese Glasscheibe zu kommen. Das ist jetzt mein Ziel. Hä? Nein! Nein! Boah, ich habe fast geschafft, diese Glasscheibe zu erreichen. Ja! Ich stehe nicht drauf, ich bin runtergerannt. Aber du erst mit deiner eine Glasscheibe da. Dann können wir weiterhin. Okay. Ja, ich bin dabei. Yes! Ich hab's geschafft. Nächster Sprung, krass. Komm. Ah, nein, das. Okay, der nächste Sprung ist jetzt der schwierige. Ah, ich verstehe gerade, ich habe immer gerade den falschen Sprung angepeilt, weil hier ist. Ah, das ist ein bisschen tricky hier. Mal gucken, ob du darauf gleich kommen wirst. Bin ich sehr gespannt, wenn du es überhaupt hier in meine Nähe schaffst. Wenn ich es überhaupt bis dahin schaffe, das ist natürlich auch schon eine Bedingung. Scheiße. Ich bin, glaube ich, beim ersten Checkpoint, oder? Ja, genau. Okay. Steht das rechts zufällig? Das steht rechts, ja. Das steht die erste Zahl. Ach so, okay. Ja, es ist komisch, Zahl, ich muss dann spielen. Die Zahl ist für die Anzahl der Fails. Geil. Die ist wahrscheinlich schon bei 5 Milliarden? Bei dir bei 22 Grad, bei mir bei 12. Ach, nur bei 22? Echt? Bisher ja. Nein! Ich hab's fast geschafft! Jetzt bei 23. 24? Großartig. Ey, das gibt's doch. Also, meine Challenge ist hier echt diese Glasscheiben. Gibt's noch irgendwas mit Glasscheiben? Musst du nochmal auf Glasscheiben springen? Nein, danach kommt keine Glasscheibe mehr. Danach kommt Das ist gut. Weil die Glasscheiben killen mich gerade ein bisschen. Und das ist echt peinlich.
Hey, das ist, ich bin schon wieder beim letzten runtergefallen. Ey, das gibt's doch gar nicht. Und hip. Nein. Ich könnte kutzen. Ach, das machen wir lieber nicht. Nicht mit der Rift, ne? Nee. Yes. Gute Rift. Was? Was? Ich stand dort drauf. Wo habe ich das Ding hin teleportiert? Hat sich überhaupt teleportiert? Ich weiß es nicht. Also es gibt ein Ding, was ich teleportieren kann, aber... Ich werde jetzt mal schön teleportiert, und zwar die nächste Ebene, und zwar es ist irgendwas Wüstiges mit... Etwas Wüstiges? Ja, etwas... ja. Können theoretisch zwei Planeten sein. Es ist, ich sag mal so, roter Sand und... Also so rot und Wüste halt. Rot und Wüste halt, das ist... Ja, es sind so rote Sandsteine und so halt normal Sand. Normal... Ich guck's mir mal an, sollte ich da jemals hinkommen. Ich habe irgendwie das Gefühl, so innerlich lachst du mich gerade aus. Ich glaube nicht, eigentlich. Eigentlich muss ich mich hier gerade selber darum kümmern, dass ich das hier nicht schaffe. Ja, ganz klar. Deswegen versuche ich dich ja mit meinem Geplapper abzulenken, weißt du? Ich hab das schon gemerkt, natürlich. Yes! Oh nein, hat kein Chip. Nein! Ich hab den einfachsten Sprung nicht geschafft. Ich hab den aller einfachsten Sprung nicht geschafft. Welchen denn? Den vor dem Checkpoint. Ein ganz normaler Dreierblocksprung, ja, okay, und ich hab verkackt. Das ist doch nicht wahr. Das ist aber sehr lustig. Ja, das ist sehr lustig. Und ich glaube, meine Zuschauer lachen sich auch gerade in den Kommentaren darüber prächtig aus. Ja, das hoffe ich doch. Ich hoffe, wenn es euch natürlich gefällt, dass ihr natürlich auch Däumchen da lasst, ne? Vielleicht kommen ja noch mehr Videos mit der Oculus. Genau, weil, wenn ich ja sehe, dass ihr Interesse daran habt, ne, dann kann ich mich ja gerne öfter mal von Herrn M13 platt machen lassen. Dankeschön, dass du meinen Namen so ausgesprochen hast, sehr nett von dir. Nicht. So. No, aber egal, also ich hab's geschafft. Nein, das hat sich geschafft. Oh mein Gott, Leute. Ich habe mein Lebensziel erreicht. Okay, das sieht echt merkwürdig aus, dieser Sprung hier. Also, ich habe mit diesem solchen Sprung eigentlich überhaupt keine Probleme, aber mit der Rift sieht das echt ein bisschen anders aus, die Welt. Bist du jetzt schon in dieser Dschungelwelt? Nee, noch nicht. Ich bin auf dem Tierjäger aktuell. Mann, ich bin gerade auf so einem Eisplaneten, über du rutschst hier so von den Schollen. Das ist so krank. Ich hasse Leitern. Ich weiß, ich verbaue selber Leitern, wenn ich Jump'n'Runs baue und liebe Ich habe gehört, du baust irgendwie Jump'n'Runs gerne mal manchmal so in Minecraft. Nein. Du hast dich verhört. Ganz klar. Ich hab mich verhört. Alter, ich bin echt zu dämlich gerade für diesen. Erstmal mein Leiter Minecraft. Magst du nicht, hier hinten ist noch ein Leitersprung für dich. Das ist den schaffe ich ja, selber nicht. Also ja, also die Sprünge sind eigentlich nicht so das Problem, aber irgendwie verrecke ich da gerade elendig dran. Weil ich meinen Charakter nicht richtig einschätzen kann, wo der jetzt endet. Mit der. im VR ist das ein bisschen was anderes als sonst. Ich stelle mir das gerade vor. Ich weiß auch nicht. Oh mein Gott, jetzt habe ich so einen Boost, Bobby. Jetzt hat man auch noch. Guck in den Chat, guck in den Chat. Geht aber nicht. Was? Ich habe einen Jackpot erreicht. Ja, wenn du Jackpot erreichst, steht das bei mir aber nicht. Das steht da nur rechts. Oh. Ja, das heißt Dschungelwelt müsste jetzt langsam bei dir anfangen, ne? Nee, ich bin immer noch auf dem Tier. Okay, ich habe mich dann nicht mehr drin. Ich habe bei Jackpot 4 bis aber im Dschungel endlich. Hier sind übrigens noch zwei Scheibensprünge. Du hast mich angelogen. Ach, wirklich? Ja. Ja, ich weiß es gar nicht mehr so. Ah, das war eh und nicht weh. Ja, das hat mich. Aber die waren einfach, die Scheibensprünge. Ja, für dich? Ja, gut, okay. Oh, er ist geschafft. Ja, Leute, jetzt fliege ich mal zu dir und guck mal, wo du bist. Nee, besser nicht. Nee, doch, ich will das jetzt sehen, kurz. So. Hip. Aber ich möchte mal sehen, wie du gerade leidest, ein bisschen. Hip. Nein. Ah. Ah, da sind sie ja. Ach, Halleluja. Du musst hier, jetzt hier hin, ne? Das war dieser Sprung, den man nicht so gut sehen kann. Merkst du, dass er der Sprung, den ich so nicht so gut sehen konnte? Ah, jetzt muss ich hier hin. Pass auf. Ich verkack diesen Sprung. Ich weiß das jetzt schon. Und? Ja, du hattest ihn doch. Hättest du warten müssen, hättest du da stehen bleiben müssen. Ich wusste, ich mag nie mehr, das Level ist kacke. Okay, nehmen wir an. Also eigentlich ist es ganz geil, aber sagen wir mal hier es so. Es ist schon suchen. Cool, ja, vor allem was dahinter noch kommt, aber Sprünge ich bin jetzt gut. Einfach mal rausgegangen. Kreativität, sehr gut. Optik,
Ist schon gut gewesen, okay. Ja klar. Aber ist auch ziemlich schwierig halt. Bewertung abschließen. Gut, okay. Ja. Oh, oh, meine Augen sterben gerade. Star Wars, irgendwas. Nein. Hä, okay, aber ich weiß jetzt trotzdem nicht, wo das sein könnte hier. Achso, man ist im Hangar, okay, einfach. Wow, das war. Ah, jetzt kam ich heim, ich springe wieder. Ich könnte kotzen. Und nein, ja, okay. Mal gucken, welchen Scheibensprung du nimmst, ob du rechts oder links. Ich schau dir mal ein bisschen zu, ne? Lach mich hier ein bisschen aus, ja, komm. Ja, das gehört doch dazu. Halleluja. Hey, du hast es doch geschafft. Ich nehm den rechten. Aber ich hab gedacht, du nimmst den linken, weil der linke führt einfach zu gar nichts. Er führt zu nichts. Oh. Ich lass das mal unkommentiert, was gerade passiert ist. Ja, lass es lieber mal. Hä, da hinten ist ein Planet, aber der ist viereckig. Und was ist der? So. Ist das der Todesstern? Nein, das ist nicht. Einfach der Todesstern. Der Todesstern rennt bei mir noch nicht mal. Das ist auch nicht der. Das ist. Ich weiß nicht, das ist, wenn das der Todesstern sein soll, der Todesstern ist ja viereckig. So. Das ist sogar rund. Was denn, was rund ist und so aussieht wie der Todesstern? Doch, der Todesstern ist rund! Scheiße. Ich komm grad nicht. Keine Ahnung. Siehst du den Todesstern? Das ist der Todesstern sein. Warte. Ich guck's mir sofort an. Oh, fuck. Oh, diese Leitersprünge sind so ätzend, ne? Alter, was zur Hölle? Das ist ein Turm und man fällt immer runter. Man muss immer so am Rand da laufen. Das ist mega ätzend. Wie du vielleicht merken wirst. Ah, jetzt bin ich wieder durchgefallen. Scheiße. Weißt du, kannst du das aufholen eigentlich, wenn du könntest. Ja. Okay, ein bisschen Luft nach oben habe ich noch. Ich bin aber wieder hier in dir drin. Ich weiß nicht, wie das für dich ist, wenn ich in dir drin bin. Oh, da ist jetzt ein Block. Hey, du drehst dich so mega komisch immer. Ja, es könnte natürlich an der Mod liegen, weil die ja so ein bisschen drehst dich bei meine mir Steuerung immer so ändert. Ja. Sieht schon lustig. Egal, ich habe es erstmal geschafft. So. Ist einfach weiter als ich gerade, okay. Ich glaube, ich gönne es dir natürlich. Ja, ja. Du kannst dich in Sicherheit wiegen und aber am Ende werde ich dich trotzdem wieder komplett zerstören. Nein, wirst du nicht. Weißt du, vielleicht ist da hinten schon das Ziel, das kann auch sein. Hey, wie hast du denn diese Sprünge hier geschafft? Die sind gar nicht mehr so einfach. Die sind mega einfach gewesen. Oh, das war das Ziel. Nice. Jump'n'Run gewerten. Das Menü kommt jetzt natürlich am bassesten Punkt, nämlich ganz unten am Boden. Muss ich jetzt richtig runter. Kreativität war gut. Sprünge waren... Die war wirklich gut. Ja, sie war schön kurz und ja. Wow, du hast es vor mir geschafft. Nice. Ja, ich... Bam, nice gemacht. Ja, ja, ich bin sogar... Weißt du, bei denen hier, die waren eigentlich total einfach. Ja, weil du vielleicht konntest... sind für dich sogar einfacher als für mich. Das kann weil, warte mal, ich zeig dir das mal. Bist du da? Ja. Ja. Du kannst nämlich hier, wenn du hier drauf gesprungen bist, einfach hier drin springen. So ein Häkchen, ich bin außen gesprungen. Ja, das dachte ich mir. Also bis zum Block nach oben ist das mega easy. Ja, okay. So, und hier beginnt jetzt nämlich der Block und hier muss jetzt eigentlich erst außen springen. Ja, okay, da bin ich dann einmal runtergefallen, bin dann komplett runtergefallen. Das war dann blöd. Ja. Aber ich war auch schon bis da oben. Ja, aber gut. Nice, auf jeden Fall nice gemacht. So, ich würde sagen, wir machen noch eins oder eins geht noch. Ja, komm, eine kurze geht noch. Eine kurze, okay. Hau mal was raus hier. Star Wars. Aua, meine Augen. Dieses Fadenkreuz am Anfang ist echt nicht schön. Ich fall runter. Ja, das ist so schön. Ah, hier sind sogar Scheibensprünge, nur ohne Scheiben. Die sind sogar das gut ist, gewesen. Das ist gut. Diese Sprünge gefallen mir jetzt schon. Was mir aufgefallen ist, irgendwie jedes Star Wars beginnt immer mit einem Schusswechsel zwischen... Ja, hier. Zwischen einem Schiff und einem T-Jäger. Ja, stimmt. Es ist immer so, ne? Und dann immer entweder grün oder rote Laser, auf die man am Anfang springt. Das ist immer so. Wo bist du eigentlich? Immer noch oben. Achso. Hier unten ist nämlich... Da steht sogar was drauf. Hier steht ein Schild, hier steht drauf. Nein, ich bin so blöd. Ich habe auf Reset gedrückt, obwohl ich an der Leiter hing. Hier steht ein Schild, da steht drauf Chewie, we are home. Oh, eine Anspielung auf Star Wars 7. Hätte ich nicht gedacht. Übrigens, bald kommt ja auch Star Wars 8. Naja, bald. Diesen Monat. Nein, 8 kommt nächstes Jahr. Diesen Monat kommt der Spin-Off. Aber ich meinte 7.2. Ja, ist auch nicht 7.2. Ja, aber es kommt ein neuer Film, Alter. Ja, richtig. Der spielt aber zwischen Episode 3 und 4, das muss man wissen. Das wusste ich nicht. R4. Achso, wer ist R4? Ist das der neue R2D2?
R4 ist der Begleiter von Obi-Wan gewesen. R4 sagt nämlich da lang. Obwohl, aber R4 sagt da lang? R4 ist so, ist das so ein komisches Ding, was so blau und orange ist? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Da ist nämlich so, hier ist nämlich so ein Ding. Aber ich habe keine Ahnung. Egal, ich gehe einfach mal da lang, wo R4 sagt. Ich brenne. Aua, ja, das tut das in den Augen so richtig weh, weil das falsch dargestellt wird. Scheiße, jetzt bin ich wieder hier. Ich finde das richtig gut eigentlich. Also Feuer ist doppelt schlimm, weil dann kriege ich echt Kopfschmerzen. Ja, wir machen mal Experimente mit dir. Ich finde das gut. Das machen wir nicht, bevor du das mal angetestet hast. Okay, das können wir auch gerne machen. Könntest auch gleichzeitig dann machen. Du hast es geschafft. Ich verrecke gerade elendig. Ich gebe auf! Alter, gibst du auf? Gibst du auf? Ich gebe auf. Oh, ich kann nicht leaven, warum nicht? Weiß ich nicht, ich konnte leaven. Hilfe, wo ist die Taste? Da. //, ich hab Cups an. /leave. Leave. So. Okay. So, und jetzt? Noch eins? Nee. Okay, gut. Nee, ich fühle mich jetzt zu gedemütigt, das geht nicht. Oh, das ist natürlich schade. Aber guck mal, eins hast du gefordert, also kannst du dich freuen. Ja, aber trotzdem 2-1. Du hast dein Ziel doch erfüllt, ein Jumpman vor mir zu beenden. Ja, wow, das hast du mir aber auch geschenkt, gib's zu. Ich sag gar nichts dazu. Okay, also hast du es mir geschenkt, alles klar. Nein! Das ist ja, habe ich jetzt auch verstanden. Nein, ich habe es wirklich nicht besser hingekriegt. Nein. Das sage ich ja auch nur so, stimmt. Okay. Boah, jetzt erstmal. Oh, kurz mal hier Pause. Oh, kurz Headset ab. Oh, je. So. Ich glaube, das soll es dann auch für die Folge gewesen sein. Oh, meine Augen. Angenehm, wieder hier in der realen Welt zu sein, muss man sagen. Ja, willkommen zurück in der realen Welt. Ja, ich sehe Monitore. Wie unreal. Oh. So, Spiel beenden. So. Dann würde ich sagen, schaut auf jeden Fall bei mit vorbei. Hallöchen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da und gerne auch unter mit13s Video. Genau. Hast du noch was anzufügen? Eigentlich nicht. Nur, eigentlich ich würde noch sagen, ja, schaut, ihr könnt, Matthias ist auch verlinkt, ihr könnt gerne bei ihm vorbeischauen. Und ja, das ist auch eine schöne Bewertung bei ihm da, bei mir und bei allen, keine Ahnung. Und ich würde sagen, ja, das war eine schöne Folge mit Matthias, also, ja. Ciao. Genau, wir sehen uns bis dann. Tschüssi.